Ach, eins würde ich gern wissen. Stellt euch vor, ihr zwei müsstet euch eine von uns aussuchen. Wen würdet ihr wollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Rachel! Was? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie wollte Rachel. Sie hat zwar versucht, einen Rückzieher zu machen, aber dann blieb sie dabei. Sie wollte lieber Rachel. Er hat meinen Fitz geklaut. Einfach geklaut. Das ist unfair. Und auch unfair ist, dass Phoebe lieber Rachel will. Weißt du, wer Rachel noch wollte? Hm? Ross. Und weißt du, was er noch getan hat? Er hat meinen Witz geklaut. Ich werde einen Witzordner anlegen. Oh ja, da trage ich Datum und Uhrzeit ein. Dann habe ich immer Kontrolle über meine Witze. Ja, gute Idee. Mhm. Und eine blöde Idee ist... Wenn man Rachel will. Ja, das ist wahr. Hi, Leute. Hi. Ihr seht richtig süß aus. Ihr gebt ein hübsches Paar ab. Was soll denn das heißen, hä? Ach, gar nichts. Ich dachte nur, wie lustig das neulich war, als ihr bei mir wart. Wisst ihr noch? Naja, als du Rachel auserwählt hast und nicht mich. Das war so witzig. Ja, ja, das war sehr lustig. Das war ganz und gar nicht lustig. Wieso hast du das getan? Wieso wolltest du denn nicht mich? Bitte. Also der Grund, weswegen ich ein ganz, ganz kleines bisschen mehr an Rachel dachte, ist der. Naja, du bist, tja, wie soll ich es sagen, ein bisschen anstrengend. Und nun gehen wir essen. Was? Das ist absoluter Unsinn, verstehst du? Dass ich anstrengend bin, ist Blödsinn. Das musst du mir erst mal beweisen. Schreib eine Liste und die gehen wir dann durch, Phoebe, Punkt für Punkt. Nein, du bist ganz locker, du hast völlig recht. Du bist nur leider nicht ganz so gelassen wie Rachel, weißt du? Sie ist einfach irgendwie flexibler und dadurch ein bisschen lockerer, also... Die Menschen sind eben verschieden, weißt du? Und Rachel tut immer alles artig, was man will. Ihr könnt so leicht Befehle erteilen. Willst du etwa damit sagen, dass ich leicht zu beeinflussen bin? Ich bin überhaupt nicht leicht zu beeinflussen. Nein, nein, schon gut. Rachel ist nicht leicht zu beeinflussen. Du hältst mich also wirklich für leicht beeinflussbar? Na, dann hör mal gut zu. Du darfst jetzt nicht mit zum Essen gehen, hörst du? Na, wie findest du das? Ich kann nämlich auch die Zügel in die Hand nehmen. Los, Monika, wir gehen essen. Und du fängst mit der Liste an. Das ist ja wirklich unglaublich. Finde ich auch. Wo wollen wir denn essen? Oh, können wir japanisch essen gehen, Monika? Nein, ich kann japanisch nicht mehr sehen. Dann gehen wir dorthin, wo du willst. Gut. Phoebe, wir müssen mit dir reden, und zwar sofort. Ist gut. Also, möglicherweise bin ich ja wirklich ein bisschen anstrengend. Und möglicherweise ist Rachel auch wirklich leicht zu beeinflussen. Aber weißt du, wie wir zwei dich finden? Also, ich sage es ja wirklich nicht gern, aber du, Phoebe, bist völlig durchgeknallt. Ha! Das ist wahr, ja. Ich bin durchgeknallt. Soll das heißen, dass das für dich in Ordnung ist, dass wir dich für völlig durchgeknallt halten? Ja, ja, natürlich. Super. Dann stört es mich auch nicht, dass ich anstrengend bin. Ja, ja. Und ich bin auch sehr gern leicht zu beeinflussen. Na, klasse. Wie schön für euch Kinder. Hör zu, ich bin nicht anstrengend, kapiert? Und ich bin nicht leicht zu beeinflussen. Wer hat denn das gesagt? Na, du natürlich. Aber ich bin noch völlig durchgeknallt. Ich rede doch nur Unsinn. Also, ein klares Wort ist doch sehr hilfreich. Siehst du, Joey? Und schon hast du deinen Job wieder. Das ist ja klasse. Danke, Rachel. Ja, und da sagt ihr, dass ich leicht zu beeinflussen bin. Ich hab hier gesessen. Tut mir leid. Hey, ihr zwei habt ja noch gar nicht gesagt, wen ihr euch aussuchen würdet. Ich würde dich wählen, Phoebe. Oh ja, ich würde dich auch wählen, Phoebe. Na klar, das wusste ich doch. Ich würde natürlich dich wählen, aber das wäre noch nicht. Oh, hi. Ich hätte da eine Frage. Wenn ihr euch untereinander für irgendjemanden von euch entscheiden müsstet, wen würdet ihr wählen? Vergiss die Frage. Darauf antworte ich nicht. Joey. Diese Frage werde ich auf keinen Fall beantworten.